Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Blauen Pin Podcast. Heute mal wieder eine andere Folge. Ich habe gedacht, es lief so gut, ich habe so gutes Feedback bekommen. Und dann nehme ich doch glatt nochmal eine Folge alleine auf. Nee, Spaß. Ich habe Kevin aus dem Keller geholt und sitzt mir quasi virtuell gegenüber. Und wir machen die Folge mal wieder zusammen. Hallo Kevin. Jetzt darfst du. Ich schweige jetzt mit Absicht so lang, dass die Leute denken, wir wirklich nicht mehr dabei oder so. Hallöchen, Dustin, grüß dich. Schön, dass du mich aus dem Keller gelassen hast. Es war ja doch durchaus dunkel, aber es war ja sehr laut. Man hat wohl LKWs gehört und Vögel, also das ist ein sehr großen Keller, fand ich cool. Bier habe ich trotzdem keins Nee, gefunden. nee, das Bier habe ich auch im Kühlschrank, damit die Leute, die im Keller sind, mir das nicht wegtrinken. Das ist schon beabsichtigt so. Okay, das erklärt die Skelette in der Ecke. Okay. Tja, Hallöchen, willkommen beim Podcast. Wir haben uns jetzt ja schon längere Zeit nicht gehört, aber ich fand es echt cool, dass du so einen Solo-Podcast zwischen rein gemacht hast. Das hat echt den Leuten auch sehr viel Infos gegeben. Es gab echt sehr viel positive Rückmeldung. Ob das an dir oder das Fehlen an mir lag, das sei mal dahingestellt. Aber wir handeln jetzt erstmal kurz dieses Housekeeping ab. Housekeeping ist ja das moderne neudeutsche Wort für das Geplänkel am Anfang eines Podcasts. Ich habe ja am Freitag ein neues Video rausgebracht und zwar habe ich den Volvo, den Technik-Volvo, die 42114 reviewed und habe da auch so angeteasert, dass man mit einem Gamepad das Ding steuern kann, gleichzeitig auch den Liebherr-Bagger. Und eben wie das funktioniert, das Tutorial, das kommt jetzt nächsten Freitag raus. Zeige ich euch nochmal, wie das funktioniert, auch mit der App und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich Spaß beim Spielen mit dem Ding. Ja, das glaube ich dir gern. Wäre vorhin, hätte ich mir fast ein großes Technikset gekauft, aber ich konnte es gerade so verkneifen. Okay, großes Technik-Set, das heißt, es hat entweder Ketten oder Räder gehabt. Ich tippe mal auf Räder. Ja, Räder, genau der, weiß nicht, 4x4 Crawler oder wie er heißt, der. Die 42099, genau, der Offroad. Der ist ganz schlecht. Gut, dass du ihn nicht gekauft hast. Du hast ihn nicht gekauft, oder? Nee. Sehr gut, Ich sehr habe mir gut. dafür bei Müller ein paar Harry Potter Minifiguren gekauft. Nochmal Alles zusätzlich. besser als dieses Set. Also wer nur den Motor braucht und die Batteriebox, der kann sich auch den Stick D42109 im Angebot für 80 Euro kaufen. Hat mal mehr davon. So, zurück zum Housekeeping. Du hast ja schon gesagt, was du gerade gekauft hast. Hast du auch irgendwas gebaut? Nee, gebaut habe ich tatsächlich nichts. Irgendwie kaum noch Zeit. Also außer so ein paar Küchen auf der Arbeit, aber. Ja, Jonas Kram macht ja auch schöne Küchen aus Lego. Ja, wenn es mal Lego wäre, das wäre schön. Nee, aber sonst habe mir ein paar Harry Potter Sets mit dieser Smith Toys Click 6 Aktion, also mit dem Click and Collect, geholt und habe ein paar Harry Potter Minifiguren getauscht, sowie auch Okay. einige gekauft. Ja, dann, wenn der Podcast draußen ist, dann werde ich wahrscheinlich schon ein Bild gepostet haben bei Insta von meinem Harry Potter Minifigurensatz. Ja, mal gucken. Hey, so lange brauche ich zum Schneiden auch nicht. Aber jetzt, wenn das wird am Mittwoch, die Click 6 Aktion von Smith Toys, die lief bis 1.6. Die lief eine Woche. Man hat eben Bis 1.9., 6 € oder? Rabatt. Ja, sage ich ja, bis Du hast 1.9. Bis 1.6. gestern. gesagt. Also, Entschuldigung, ja, okay. Und die Prämisse war so, dass man 6 € Rabatt gekriegt hat auf jede Click-and-Collect-Bestellung. Auf jede einzelne. Okay. Aber Ich habe auch was nur gekauft. einmal pro Ja. Person. Ach so. Ich habe es nicht genutzt, deswegen weiß ich sowas nicht. Aber ich habe trotzdem was gekauft. Und zwar habe ich mir das Technik-Segelschiffchen gekauft, die 42105. Das gab es ja lange Zeit, ein halbes Jahr nur exklusiv bei Lego. Habe ich mir jetzt zugelegt. Und das lasse ich mal für euch dann im Pool fahren. Ich werde es jetzt demnächst aufbauen. Und dann habe ich noch den gebaut, habe ich auf jeden Fall, The Mandalorian und The Child. Das ist hervorragend, sage ich euch, wenn ihr ein Microsoft Teams-Meeting habt und in der Webcam einfach nur diese Dinge dahinstellt und die dann für euch ein Profilbild füllen. Das ist super. Ja, die sind echt putzig. Nur für 20 Euro, ja. Und wir haben übrigens noch eine Sache gut zu machen, wenn wir schon beim Housekeeping sind. In der letzten Folge, wo wir zusammen gepodcastet haben, habe ich ja das Mandalorian und The Child Brickhead-Set verlost. Wer hat denn Und dann gewonnen? müssen wir noch einen Gewinner ziehen. Ja, ich hab den Gewinner schon gezogen. Lieber Jonas S. Punkt. Falls du das hier hörst, ich hoffe, du hörst das, ich werde ja auch noch eine E-Mail schreiben. Du bekommst den Mandalorianer und das Child Brickhead Set. Ich möchte gerne per Post zuschicken, melde dich kurz bei mir wegen der Adresse, dann klären wir das. So, ganz unbürokratisch. Ich habe irgendeinen Zufallskommentar ausgewählt. So, hervorragend. Hätten wir das auch abgehandelt. Würde ich mal sagen, kommen wir zum Newsflash. Ja, und da ist ja auch wieder viel Interessantes mit dabei.
Ja, gut war's. Kommen wir jetzt zu den Hauptthemen. Nee, was ist denn so an kurzen News erwähnenswert? Naja, das Bespin-Duell, was Lego am 25. August bestätigt hat, mit nur für die USA als, ich weiß nicht, nee, Target-exklusiv war es nicht mehr, ne? Nee, Target hat ja in Kanada gesagt, wir kriegen es, oder ja, da war es gelistet, dann war es irgendwann im Lego-Shop gelistet. Und jetzt wissen wir, aha, Lego hat gesagt, es ist doch nur in den USA erhältlich, also doch ein Regional-Set, obwohl sie gesagt haben, wir machen keine Regionals mehr, wo wir uns ja alle bei den chinesischen Neujahrssets und so gefreut haben, yay, kommen nach Europa. Und jetzt machen sie so einen Käse mit dem Bespin-Duell. Voll gut. Mit dem Wonder Woman-Set mit Cheetah. Was auch. Ach, stimmt, nur. Zu dem Wonder Woman-Film. Was? Ach, stimmt, da kam ja auch ein zweites Set raus. Was ich sehr traurig finde, also gerade das Bespin-Duell fand ich sehr schön, als so als kleines Display-Set mit ähnlich wie, naja, diese Gratisbeigaben, die es mal gab, so im Stil passend als kleines, ja, Display-Set. Aber naja, das lässt sich leicht rebricken. Ja, das passt ja aber auch voll zu der Flucht vom Todesstern, Yodas Hütte und Ben Kenobis Hütte und so weiter. Da passt es voll mit rein. Und dann machen sie das USA-exklusiv. Hervorragend. Vielleicht ist es in einem halben Jahr doch in Europa, wenn die Leute meckern. Ich habe schon von einigen Leuten gelesen, dass die sich in den USA bestellt haben. Über so einen Shipping-Dienst oder über andere Möglichkeiten. Und mit Shipping-Dienst und Versandkosten und Zoll und Schlag mich tot, bist du dabei knapp 100 Euro. Das wissen wir nicht. Dafür können sie es auch rebricken. Ja, aber da hast du den Karton nicht. Der wird aufgerissen, weggeschmissen. Fertig. Da muss ich an Timo dann nur denken, die hatten so ein cool, oder die hatten so eine coole Insta-Story, als ich im Urlaub war, habe ich es gesehen. Als ich in dem Kerl eingesperrt war, habe ich es gesehen. Da haben sie gezeigt, was sie mit ihren Kartons machen. Fand ich hervorragend. Finde ich aber. Macht mir ein Video. Finde ich aber cool, dass du meinen Keller jetzt schon als Urlaub bezeichnest. Du kannst gerne nochmal eine Woche Urlaub nehmen, wenn du möchtest. Ich werde es mir merken. Vollpension bitte. Okay, dann haben wir noch was anderes. Und zwar, es geht um die Razor Crest. Und zwar gab es das Lizenzdrama mit dem Mandalorian-Set, wo da eben in den Startlöchern stand. Dann gab es ja diese Geschichte mit Modbricks, weil der Lizenzinhaber wohl Modbricks ist und so weiter und so fort. Dann ist sie bei Amazon verschwunden, aus dem Lego-Online-Store verschwunden. Und vor kurzer Zeit ist sie wieder erschienen mit dem Namen Mandalorian Bounty Hunter Transport, beziehungsweise Transportschiff des Mandalorianer, oder wie es auf Deutsch heißt. Ja. Und seit dem 1.9., seit gestern, ist sie im Lego-Store verfügbar. Und ganz viele Leute sind in die Städte gepilgert mit dem Lego-Store. Und oh Wunder, das Ding stand mit einem Karton im Regal und es stand drauf Razor Crest. Nur halt online wird es anders betitelt. Voll gut. Ja, manchmal fragt man sich echt, was wo für Spezialisten am Schreibtisch sitzen. Ja, wobei das Rechtsgestöns mit dem Modbricks-Lizenzinhaber ist wohl noch nicht geklärt. Also das ist wohl noch schwebend, soweit ich weiß, wie ich mitgekriegt habe. Aber es steht wohl als Razor Crest im Regal. Warum auch immer. Vielleicht legt es Lego drauf an. Ja, vielleicht sind diese Kartons dann irgendwann mal einen 100er mehr wert. Hätte man doch bloß einen Osprey. Ja, so in der Art. Ja, aber ziehen wir uns lieber mal mit was anderem warm an. Oh, mit so einer schönen Jeansjacke von Levis, meinst du, oder? Ja, ich hätte echt Bock auf eine 501er Jeans von Levi's. Hashtag keine Werbung. Ja, für alle, die es heute im Laufe des Tages auch gelesen haben. Nee, gestern war es, ne? Gestern kam die News, ja. Gestern, ja, genau. Beim Spiel war ein Investor, habe ich es gelesen. Ja. Genau, ja, ich habe die irgendwie auf stumm stehen, da gucke ich nur unregelmäßig rein. uns erwartet eine Kooperation mit Levi's und Lego und das schon recht bald. Also das ist recht frisch zum 10.9. Soll wohl ein Release erfolgen. Also im Prinzip nächste Woche. Also ja, bald eine rebrickte Hose. Ja, bald eine rebrickte Hose aus Dark Bluish Greystein. Ist das deine Stonewash-Jeans, oder? Sorry, ich habe mir die Karlauer lange vorgelegt. Tut mir leid. Nee, es sollen 20 bis 22 Produkte mit der Kooperation von Levi's und Lego erscheinen. Ich habe ja schon im letzten Podcast, den ich alleine gemacht habe, gesagt, dass eben Adidas eine Kooperation mit Lego macht, wo so ein spezieller Schuh rauskommen soll. Und dann eben gesagt, ja, es wird vielleicht auch dann Klamotten von Adidas geben. Pustekuchen, jetzt macht es Levi's.
Es soll wohl tatsächlich eine 501er im Lego-Design kommen, aber jetzt keine Hartplastiksteine, sondern so Stickereien drauf, dass es wie Lego-Lizenzthema erkennbar ist. Eine Jeansjacke soll kommen, dunkle T-Shirts mit 2x4 Bricks drauf, Pullover und Hoodies mit den Grundfarben von Lego und dann eben kaschiert mit den Lego-Farben, mit den 6 Stück. Andere Pullover, Basecaps, Bandanas und natürlich eine Bauchtasche. Kein Mann ist ein Mann ohne Bauchtasche. Aber finde ich cool, dass die auch mit einem Jeans-Hersteller in den Star-Wars-Bereich gehen und sich an die 501. trauen. Alle, die das 501. Battlepack wollten, kriegen jetzt noch eine Hose dazu. Ist doch passend. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. 501. Ja, aber der Levi's 501 ist eine klasse Jeans. Ich habe auch irgendwo noch eine im Schrank hängen. Und ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Nö. Wenn du dir dann da irgendwie das irgendwas reißt, dann kannst du das dann mit Plates flicken, oder? Genau. Aber was da lustig sein soll, laut Gerüchten vom Spielwareninvestor sollen die Bandanas mit Minifigurenköpfe so bedruckt sein. Mal gucken. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr interessant. Das wäre richtig geil, wenn du so ein Bandana hättest, was du dann so, wenn du dir das vors Gesicht ziehst, so dann der Unterteil von einem Minifigurenkopf ist. Ich muss ja sagen, ich habe dann lieber Bandanas auf, wo ich dann aussehe wie ein Skelett. Das ist mir dann lieber. Aber okay, jedem das seine. Gehen wir doch direkt zur nächsten Info noch ganz kurz. Lego Ideas. Ja, ich weiß, es sind viele neue Modelle bei Lego Ideas gelistet. An dem Tag, wo wir aufnehmen, sind es mittlerweile 33 Sets in dem Auswahlkanon. 33 Leute, seid ihr wahnsinnig. Wer soll das alles reviewen? Das machen wir das nächste Mal. Dann können wir da über alle Neuheiten sprechen. Ja. Und eigentlich sollte das die folgende News auch eigentlich ein Newsflash werden, aber aufgrund der Tatsache, dass es eben jetzt auch am 1.9. auf den Markt kam, sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher drüber. Es geht um die Diagon Alley. Diagon Alley, Diagonale Gasse, die Winkelgasse, genau, so rum, die Diagon Alley. Und nach all den Spekulationen und Bildern, die im Internet kursiert sind, wissen wir endlich, was es ist, wie es aussieht und was es kann. Was kann es denn? Gut aussehen. Und ich glaube, das Gebäude von den Weasleys kann mit dem Arm den Hut heben. Ja, die Weasleys, die haben ja so einen Laden für Scherzartikel und da ist ja so ein junger, fescher Herr mit langer Nase und Kaninchen auf dem Kopf, wo eben so lange Arme den Hut nach oben machen, dann kommt das Kaninchen zum Vorschein. Hervorragend! Das ist bestimmt mit Technik gelöst. Das Set hat bestimmt auch blaues Licht. Aber wir kriegen 400 Euro, 4 Gebäude. Und da ist noch was mit bei, was keiner mit gerechnet hatte. Aber erstmal ganz kurz. Eine Anleitung. Eine Anleitung. Mit mehreren Heftchen. Jedes Haus hat ein eigenes Heft und kann die ganze Familie mitbauen. Okay, ich würde es alleine bauen. Ich würde da niemand mitbauen lassen. Das Ding ist halt, dass es nicht nur 4 Gebäude, 4 Heftchen und 4 Platten sind, sondern auch noch 4 Stickerbögen. Das heißt, jeder kann sich mit seinem eigenen Stickerbogen austoben. Das Schöne ist, ich habe selektive Wahrnehmung. Ich habe gerade 4 Grundplatten gehört. Natürlich sind es keine 4 Grundplatten mit 32x32 oder gar 48x48. Das sind diese kleinen Grundplatten. 32x16. 32x16, genau, in Dark Blue Grey. Hervorragend. Und ja, du hast leider recht, es sind auch 4 Stickerbögen enthalten. Für jedes Haus einen Stickerbogen. Das ist so krass. Und angenommen, du würdest vom Steinedrucker nachdrucken lassen, müsstest du für die bedruckten Steine so viel zahlen, wie für das ganze Set nochmal, vermute ich mal. Da kann ich mir auch das Set nochmal kaufen und einen Stickerbogen verhunzen und hab den zweiten als Ersatz. Genau. So sieht's aus. Das Interessante ist, was man nicht gewusst hat, ist, auf den Bildern waren immer nur gewisse Figuren zu sehen. Und der ein oder andere hat gemunkelt, dass auch ein Harry mit Rooster-Schmidt im Gesicht bei ist, aber es ist gar keine Nocturne-Gasse oder Nocturne Alley mit bei. Und tatsächlich, bei den 20 Bauschritten ist Schluss, aber es liegt ein Karton mit bei mit einem Silencio-Aufdruck und auf dem steht noch 21 drauf. Das ist praktisch der 21. Bauschritt und da ist drin ein Rubius Hagrid. Und ein Harry Potter mit rustverschmiertem Gesicht und eine UCS-Plakette. Mit Willkommen in der Winkelgasse. Was sagt uns das? Außer Stille. Dass Lego es geschafft hat, etwas zu verstecken und sich selber nicht zu teasern. Stimmt. Es gab ja das ein oder andere Bild mit einem Harry mit einem rustverschmiertem Gesicht, wo man dachte, das wäre falsch zusammengesetzt oder so. Aber sie haben sehr lange geheim gehalten. Aber mir sagt das, weil die Gebäude ja schon modular sind, weil die können ja frei zusammengesetzt werden. Man kann ja den Ollivanders Shop in die Mitte packen oder nach links oder rechts außen und so weiter und so fort, weil die alle mit Bricks oder mit Pins verbunden sind. Mit blauen? Ich? Sicher? Weiß ich nicht. Das war jetzt nur so eine Vermutung. Nee, mit schwarzen. Nee.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die sagen, hey, im Winter, im Januar, da gibt es dann noch die Bank von Gringotts für 100 Euro dazu. Bäm! Oder hey, jetzt haben wir einen Harry mit rußverschmiertem Gesicht, der würde doch die Nocturngasse dazu passen. Da hätte ich Bock drauf. Da würde ich sagen, dann macht dieses Set richtig doll Sinn. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man das Ganze so aufbaut wie dieses Hogwarts, was du Schritt für Schritt jedes Jahr in jeder Welle neu erweitern kannst. Wow. Ja, du meinst jetzt die große Halle und dann die peitschende Weide und der Uhrenturm. Der Astronomieturm. Und, Astronomieturm, genau. Genau, das meinte ich, aber ich würde eher behaupten, dass sie es, wenn dann, so machen, dass sie dann nochmal ein zweites, etwas größeres Set rausbringen werden. Ja, du meinst, dass sie wirklich dann nochmal die Diagon Alley Version 2 rausbringen, wo dann Gringotts dabei ist und Nocturne Alley und was fehlt noch? Fehlen noch ein paar Geschäfte. Ja, also das wäre so das, was ich eher vermuten würde, aber vielleicht auch nur in halber Größe. Also nein, dass man statt 4 Gebäuden nur 2 hat mit 4 Stickerbögen. Das meine ich ja modular, zum Beispiel mit 4 Stickerbögen, ja. Apropos noch Profi-Tipp am Ende. Es ist so, dass ihr auf der Lego-VIP-Seite, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, gibt es noch die Möglichkeit, 150 Punkte gratis abzustauben in einem Harry Potter-Quiz. Das sind 9 Fragen, 6 müsst ihr richtig haben, da gibt es 150 Punkte. Tipp, lest euch das Buch Nummer 2 durch, da sind die meisten Antworten drin versteckt. Aber auch jeder Harry Potter-Fan kriegt das so auf die Kette. Und wer keinen Bock drauf hat, googelt einfach die Antworten, bevor ihr das Quiz macht. Tada! Ich hatte übrigens alle 9 Fragen richtig. Ich auch. Verdammt. Wie oft klopft Hagrid, also ich verrate es schon mal für alle, die es nicht wissen, wie oft klopft Hagrid mit dem Regenschirm an die Wand, damit die Winkelgasse sich öffnet? 3-mal, 5-mal, 7-mal. Wer jetzt mitgezählt hat, hat die richtige Antwort erraten. Super. Dann gehen wir doch mal jetzt weg von der Winkelgasse und gehen mal zu einem anderen Lizenzthema. Quasi auf die dunkle Seite, in die Nocturngasse. Von Gotham City. Sehr gut. Commissioner Gordon. Ich möchte mal kurz einen auf Spider-Man machen. Letztes Jahr im November kam überraschend das Batmobil von 1989 aus dem damaligen Film mit Michael Keaton auf den Markt. Und dabei waren 3 Minifiguren, der Vicky Vale, der Batman und der Joker. Das war ein hervorragendes Set. Das Batmobil war groß, breit und schwarz, so wie manche Reifen, die man kaufen kann. Ein super cooles Set, wirklich farbtreu ohne Ende, einige Funktionen mit drin und es ist einfach der Burner. Ungeachtet von dem GBP, das dabei war. Da war so ein Mini-Batmobile mit dabei. Und jetzt hat man ein Leak-Bild gesehen von einer Anleitung und einem Stickerbogen. Die Stickerbögen verfolgen uns. Und zwar soll wohl ein Batwing kommen. Auch wieder eine 1989-Ausführung aus demselben Film. Und da das Batmobil im November rauskam, würde ich vermuten, dass das auch im November kommen könnte, dieses Set. So kurz 2 Wochen vor Black Friday. Oder zum Black Friday. Ich glaube, letztes Jahr war es auch, oder? War das nicht auch zum Black Friday? Ich glaube, eine Woche vor oder direkt zum Black Friday, genau. Und da gab es das GWP dazu. Vielleicht gibt es auch wieder ein GWP da dazu, wenn es kommt. Also ihr könnt es mir das wäre halt geil, wenn du zu dem Batwing nochmal so ein Batwing in klein machst, wie es da bei dem Batmobil schon war. Genau, weil den letzten Batwing gab es ja 2017 bei dem Poison Ivy versus, es war ein Mac von Batman, aber es gab 2017 einen Batwing, so einen kleinen Batwing, für 30, 40 Euro in so einem DC-Set. Das war der letzte Batwing, den wir hatten. Lang ist es her. Ich schätze mal, dass das Ding, also das Batmobil kostet 243 Euro mit der 16% Mehrwertsteuergeschichte gerade, also 250, sagen wir 250. Wobei, Preis machen wir gleich. Machen wir erstmal kurz einen Stickerbogen. Wir sehen einen Stickerbogen auf dem Leak-Bild. Ich zeige das Leak-Bild nicht, aber jeder, der weiß, wie ungefähr ein Leak-Bild von Lego kommt, wird das auch schon gesehen haben. Und allein, dass da so viele Sticker dabei sind, es sind mehr als 6 Stück, vermute ich mal, dass es kein 18-Plus-Set ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich nicht. Mich lächelt gerade links das wunderbare Haunted House an. 0-Sticker-Set. Weißt du, was mich hier anlächelt? Da sind auch keine Sticker mit bei. Nee, tatsächlich nicht. Ich sag jetzt nicht, was er hochgehalten hat, der liebe Dustin. Harry Potter Minifiguren. Och Mann, jetzt verrätst du alles. Da muss ich doch gleich noch einen Schluck aus meiner Stonewalls-Tasse nehmen. Apropos Stonewalls, der Lukas hat abgezählt, wie viele Noppen ungefähr der Batwing haben wird. Und der soll durchaus groß werden. Also er hat schon, ich glaube, 48 oder 58 Noppen lang oder breit soll er werden, also durchaus platzeinnehmend sein. Da könnte ich mir vorstellen, dass auch so ein Ständerwerk mit bei ist, wie bei dem A-Wing zum Beispiel.
Das wäre schon cool, ja. Dass er nicht nur so plump dasteht, sondern dass man wirklich auch, oder bei dem A-Wing früher, dass man auch die Position ein bisschen verändern kann. Das fände ich cool. Wer weiß. Aber wie gesagt, ich schätze mal, dass ein 18-Plus-Set sein wird. Und dann war immer noch die große Frage, was sind da für Minifiguren dabei? Weil sogar bei dem Old Trafford Stadium von Manchester City waren 3 Minifiguren dabei. Und beim Batmobile waren auch 3 dabei. Und ich habe mir mal angeschaut, was... Ich habe mir den Film nochmal angeschaut, der ist echt grandios. Und da habe ich mir angeschaut, was da für Charaktere mit drin sind. Also ich denke mal schon, dass ein Batman dabei sein wird. Das ist Pflicht, denke ich mal. Und dann habe ich mir gedacht, wer ist noch so alles so prominent in dem Film gewesen? Vicky Vale fällt ja raus und der Joker auch. Und dann haben wir gedacht, ja komm, Two-Face spielt eine große Rolle und Commissioner Gordon, der war auch noch nicht. Und das Gesicht von Commissioner Gordon gibt es ja auch schon. Insofern könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ja, das ist durchaus möglich. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gerade den Film gar nicht vor Augen. Ich glaube, dass ich den 89er würde ich jetzt noch nicht mal mehr behaupten, dass ich den gesehen hätte. Oh, das Batmobile war hervorragend. Das war ein super Set. Das hatte ich sogar von Revell, darf ich gar nicht sagen, glaube. Aber es war super. Das war ein schönes Batmobile. Aber Michael Keaton war ein hervorragender Batman. Wie ich finde. Ja. Und gehen wir nochmal ganz kurz zu dem Preis über. Okay. Ich habe mal noch die Fakten von dem Batmobile zu dem 76193 zusammengesucht, das ja 250 Euro kostet. Das hat 3.306 Teile. Und das macht einen Teilepreis von 7,56 Cent. Ich schätze mal, dass der Batwing, der ist zwar groß, aber der ist flach. Da könnte ich mir so eine Art Bauweise vorstellen, wie du es schon gesagt hast, bei diesen Star Wars Sets, dass die praktisch horizontal gebaut werden und dann vertikal gelegt werden. Nee, Quatsch, vertikal gebaut werden und horizontal gelegt werden. Und dass man dann das eben nicht mit Plates und ohne Ende Plates löst, sondern wirklich mit 90 Grad gedrehten Steinen und Fixierung. Und ich schätze mal, dass der Batwing auch so rund 2000 Teile haben wird. Und ich schätze mal auch, dass er rund 200 Euro kosten wird. Ich hoffe mal nicht, dass er 250 kosten wird. Also wenn das NES schon mit 3000 Teilen 230 kostet, denke ich mal, dass der da an der 200er Marke kratzen wird, wenn er 2000 Teile hat. So 10 Cent pro Teil hätte ich jetzt gesagt, weil mit dem Batmobile, das ist so gut verkauft worden, da würden sie sagen, da probieren wir doch mal was Neues. Und ich würde behaupten, dass die Teile und der Preis ähnlich sind zum Batmobile. Ich glaube, der kratzt an der 3000er Marke. Okay. Also meine Vermutung wäre, wenn ich mir das Bild so angucke, 2500 Steine für den Batwing. Dann wird es einen kleinen Minifigurenständer geben mit 80, 90 Teilen vielleicht, wenn überhaupt, wenn nicht sogar weniger. Die Minifiguren sind ja dann auch noch mit drin und einen Ständer für den Batwing. Und ich würde mich ja aus dem Fenster lehnen und nicht sagen, dass jeder kennt diesen Efferman-Stand für den Millennium Falcon. Und ich glaube, ja, dass es eher in die Richtung gehen wird vom Aufsteller her, als in die Richtung vom A-Wing. Dass man den quasi das Flache quasi aufrecht stehen hat. Okay, wir gehen mal kurz ins Katalogjahr 2019 zurück. Da kam ein Lego-Set raus, oder 2018 war das schon. Das war der demolierte AT-ST, wo eben oben dieses Dach gefehlt hat, wo BB-8 drin saß. Mhm. Erinnerst du dich? Und da war ja auch so ein Ständerwerk mit so Lift dabei. So wie der Lift, so wird der Ständer für diesen Batwing sein. Marginal und spärlich. Es wird ein kleines, hässliches Ding sein, das Technik-Lift-Arm. Es wird nichts Schönes, Opulentes wie der Efferman-Stand sein. Nein. Ich glaube, es geht in die Richtung. Also, mal gucken. Nicht so wie mit dem BB-8, nee. Guck mal, BB-8 in Batwing setzen, das finde ich cool. Nein, aber ich denke mal, müssen wir hier, rund 2000. Dann müssten wir BB-9E nehmen, den schwarzen. Stimmt, ja. Wenigstens farbtreu bleiben. Stimmt. Nee, aber ich denke 2000 bis 2200 Teile und nicht teurer als 220 Euro, denke ich mal nicht. Ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Wenn ich jetzt aber an die Star Wars Geschichte denke, wo sie diesen Flieger von General Grievous haben mit 500 irgendwas Teilen für 80 Euro. Ich traue denen gerade viel zu. Ja, ich gehe auf 250 Euro und 2500 bis 3000 Steine. Ja, und wer jetzt noch ein Batmobil kriegt, die sind ja gerade relativ schwer zu kriegen, kauft so einen Link, das wird den Wert steigen, weil jetzt wird es eine Serie. Wer eins haben möchte, kann sich auch bei mir melden. Ich könnte welche besorgen. Ich weiß, wo es noch welche gibt. Okay, wir sprechen nachher.
Wenn wir schon bei Sets sind, die bald auslaufen, also ich gebe dem Batmobil, wenn der Batwing rauskommt, noch ein halbes Jahr. Gehen wir über zu den Sets, die bald auslaufen. Und zwar wurden im Lego Online-Shop, schweres Wort, einige Sets auf EOL, End of Life, hier wird nicht mehr, bald gesetzt. Das wäre viel geiler. Es ist, wenn die Jibbes nicht mehr heißen und nicht mehr EOL. Jibbes nicht mehr Set. Mit J, Jibbes nicht mehr. Bei Brickmerch gibt es zum Beispiel auch einen Filter, wo man sich EOL-Sets gefiltert angucken kann. Da könnt ihr mal auf Brickmerch stehen und auf EOL-Sets gehen. Da seht ihr alles, was jetzt auf EOL steht. Das sind jetzt, ich glaube, es 41 Sets hat Lego jetzt neu Ende August markiert als EOL. Und ich habe da mal so 6 Stücke rausgesucht, die interessant sind, jetzt nicht unbedingt für zum Anlegen, zum Geld machen oder so, sondern weil es einfach interessante Sets sind, die gut aussehen, interessant zum Bauen sind oder einfach nur cool sind. Ich fange mal mit dem ersten an. Architecture Shanghai gibt es erst ein Jahr und geht schon vom Markt. Ist interessant, aber wer Architecture sammelt, sollte es nicht verpassen, es sich zuzulegen, weil das wird in einem Jahr das Doppelte kosten. Ja, bestimmt. Die Skyline-Sets sind ja eigentlich immer recht beliebt, auch auf dem Zweitmarkt. Also die gehen eigentlich ganz gut. Ja, stimmt. Architecture, das waren Skyline-Set, genauso wie London oder New York, ja. Die ja auch gut laufen. Ja, als nächstes wurde markiert die Star Wars Spielset. Ich glaube, Hoth und Endor sind es. Die mit den, genau, Shootern. Die, genau. Ja, waren, fand ich, die unnötigsten Sets, die es gab. Das sind die sind ja aktuell auch mit 15% Rabatt und zwar seit dem letzten Force Friday, Triple Force Friday, sind die mit durchgehend mit 15% Rabatt im Store, die will keiner haben. Also, die sind jetzt nicht unbedingt so, dass man die haben muss oder so, aber die werdet ihr bestimmt für 50% irgendwo noch im Regal stehen sehen, weil die wirklich kein Schwein haben möchte. Und dafür kann man sie sich mitnehmen und einfach auseinanderpflücken für die Teilesammlung. Genau. Und allein der AT-AT ist schön. Ich finde das kleine Ding niedlich. Und dann ist es so, dass viele, oder Quatsch, alle Hidden Side-Sets der ersten Welle und einige Sets der zweiten Welle EOL gehen. Aus der zweiten Welle explizit ist der Garnelenjahrmarkt, nein, der Geisterjahrmarkt. Und aus der ersten Welle zum Beispiel die Garnelenhütte, die hervorragend sind. Da gehen einige Sets EOL, das heißt bei Hidden Side unbedingt mal gucken, wenn ihr noch was braucht oder was wollt. Die sind teilweise schon, ich habe es gesehen, im Globus-Baumarkt teilweise für 50% reduziert. Da gibt es dieses JB's Geisterlabor, das ist auch EOL. Kostet normalerweise 20 Euro, gibt es dafür einen 10er. Jo, also die gehen gerade richtig runter. Wenn ihr da ein Angebot seht, könnt ihr auch mitnehmen. Ja. Und dann noch was für dich, was EOL ist, oder? Für mich, was EOL ist? Ich glaube, du meinst das Stadtbewohner-Minifiguren-Pack. Richtig. Ja, ich finde es grundsätzlich schön, dass Lego fast jedes Jahr, ne, ein neues so Set in die Richtung mit rausbringt. Erstmal diese Strandbewohner, dann die Stadtbewohner, jetzt das Jahrmarkt-Set ist ja, glaube ich, gerade, ne? Genau, und da gab es irgendwann noch so die Camper-Geschichte. Ja. War das Stadtbewohner-Set? Ja, auf jeden Fall ist das aktuelle Minifiguren-Paket geht aus dem Markt. Das, ich glaube, 35 Euro UVP war das gewesen. Die sind auch niedlich, wenn ihr eure Stadt noch aufwerten wollt. Und die sind super. Ich liebe dieses Set. Siehst du, und schon habe ich dich. Siehst du? Schon getriggert. Auch super ist, ich glaube, es ist jetzt das letzte Set der 40 Jahre. Ich weiß nicht, ist der Podracer, ist der schon raus? Ich weiß nicht. Genau, es gibt ja noch 2 Sets oder 3 Sets, glaube ich, von der 40 Jahre Star Wars Feierlichkeit Ole Ole, wo es diese Special Sets gab mit der Plakette. Und die Slave One ist jetzt auch EOL. Die 100 Euro Slave One, 120 Euro Slave One, die ist jetzt EOL. Markiert, wenn dann noch eine kriegt, die gibt es teilweise für 80 Euro, da gab es mir sogar schon günstiger. Mhm. Auch ein nettes kleines Ding. Vor allem wegen der Sammelfigur, die mit dabei ist. Stimmt, der Boba. Nee, die Leia. Nee. Mit dem Rückendruck, wo du meinst, diese Special Figur, genau, 40 Jahre, genau, mit dem Torso. Ja, natürlich. Die 20 Jahre. Slave One, aber ich hole sie 20 nicht. Jahre. 40 Jahre ist jetzt. 40 Jahre ist. Ja, jetzt ist doch hier 40 Jahre Imperium Strikes Back, oder? Und genau, das war 20 Jahre Lego bei Star Wars. Star Wars bei Lego. Nee, 20 Jahre, genau. Das kriege ich schon wieder Schellen von Marcel. Tut mir leid, Marcel. Meine Star Wars-Kompetenz ist wirklich, der Urlaub im Keller bei Dustin war wirklich zu viel. Wir brauchen mal ein Marcel hier im Podcast. Dann können wir, glaube ich, auch noch mal das Klavier genauer besprechen. Das
wollte ich gerade sagen, nur wenn er uns was auf dem Klavier vorspielt. Vielleicht kann er uns ja dann die Titelmelodie von Star Wars auf dem Klavier vorspielen. Marcel, melde dich doch bitte mal, wenn du das kannst. Das gibt es gleich Schellen für uns beide. Ich möchte noch einen EOL-Test kurz anmerken, beziehungsweise es ist schon länger gemunkelt oder auch in aller Munde, dass es nicht mehr lange verfügbar ist, so wie es gerade mit den Möglichkeiten des Kaufes angeht. Das Stadtleben und das American oder das Diner-Set, die Modular-Buildings, die sind auch nicht mehr langweilig erhältlich. Das Stadtleben ist schon EOL und das Diner ist das auch schon EOL markiert, das weiß ich gerade gar das, nicht. Ich bin gerade am Suchen, weil... Aber die gibt es nicht mehr lange, da müsst ihr zugreifen, wenn ihr noch eins haben wollt, weil die Dinger gehen bald durch die Decke, was den Preis angeht. Auf jeden Fall, das Diner ist hervorragend und das Stadtleben, das ist ein Traum, ein Träumchen. Ein Träumchen. Fortfahren, Mann. Warum ist denn, was ist denn hier los? Nee, wir fahren jetzt nicht fort. Aber ich fahr VW, ich fahre sowieso keinen Ford. Der Karlauer Podcast heute. Ja, heute wird das Phrasenschwein gefüllt. Ja. Apropos Schwein, da war ja auch ein Fuchsbau mit bei, den wollte ich auch noch. Apropos Schwein, wir haben Schwein gehabt, weil das Stadtleben ist nicht auf EOL markiert. Ach, sehr gut. Aber ich wollte gerade von meinem Schwein, von dem Fuchsbau auf die GWPs im September übergreifen. Ja, ich glaube, mein Schwein pfeift. Das war eine gute Überleitung. Sehr schön. Es gibt im September wieder GWPs, also kostenlose Dreingaben beim Kauf im Lego Online-Shop oder in den Lego Stores. Und wenn man jetzt bei der Winkelgasse zugeschlagen hat, hat man den Hagrid und Seitenschnabel-Briquette kostenfrei bekommen. Und das Coole ist, den kann man auch nicht separat kaufen, den gibt es nur damit. Bisher. Ja, oder wenn man halt über 100 Euro einkauft. Ne, Quatsch, nicht zu dem sehr exklusiv, aber wenn man für 100 Euro oder mehr einkauft, kriegt man dieses GWP mit dazu. Ja, also nur Harry Potter Sets wohlgemerkt. Das heißt, wenn er jetzt für 100 Euro ein Marvel Set kauft, kriegt er den nicht dazu. Es muss ein 100 Euro oder für insgesamt 100 Euro Harry Potter Zeug sein. Dann gibt es da einen Schnabel und Hagrid dazu. Sorry, ich musste gerade lachen. Das seht ihr alle nicht. Wir haben so ein Dokument, wo wir uns drüber unterhalten. Und das H und das G liegen sehr nah nebeneinander bei der Tastatur. Und jemand, der das Podcast-Dokument geschrieben hat, hat hier geschrieben... Harry Potter. Und Hedrick. Sehr schön. Ich habe auch Hedrick anstatt Hedwig geschrieben. Also ist vor allem nicht ich, nein. Ja, jedenfalls für 100 Euro oder mehr gibt es dann dieses GWP dazu. Mhm. Kauft zum Beispiel einen Fuchsbau, gibt es das GWP auch dazu, das Lego Kulant. Ja. Und wenn man sich für 35 Euro schon was kauft, gibt es das Polybag mit Harry und Hedwig. Kostenlos dazu, kostet mal irgendwo 5 Euro. Und die Aktion läuft jetzt vom 1.9. bis 15.9. so lange der Vorrat reicht und so weiter. Aber ich glaube, das Polybag gibt es nur offline. Das gibt es. Nur offline? Das weiß das ich gibt gar es, nicht. Ja, das kann gibt sein. Es nur im Store. Und dass man, wenn man den Fuchsbau kauft, das GWP von Hagrid und Seidenschnabel mit dazu bekommt, gibt es auch nur offline, weil online macht der Algorithmus das nicht. Oh. Also bei Marvel funktioniert es auch online, wenn ich dann habe ich Marvel Avengers Tower ja nur bei Marvel Produkten gekriegt. Das hat online funktioniert. Wir testen es. Nee, ich meine, weil du ja erst ab 100 Euro das kriegst. Ja, aber das hat bei dem letzten mit Marvel mit dem Avengers Tower auch funktioniert. Ich lege mal den Winkelgas in den Warenkorb. Ich schaue mal meinen Warenkorb an, da schiebe ich dein Gesicht mal runter. Ich habe jetzt im Warenkorb, Ja, dieser Einkauf berechtigt sich zum Erhalten. Ja, aber beim Fuchsbau, den du gerade genannt hast, der ist 97,47. Da kriegst du nicht das Set, was ab 100 Euro reinwandert. Okay, im Store sind sie da. Ja, okay, im Store sind sie da kulant, muss ich sagen. Ich lege es mal online rein in Fuchsbau. Warte mal. Oh, vorüber geht nicht auf Lager. Vergesst es, Leute. Heute nicht verfügbar. Aber ja, klar, im Store sind sie dann wahrscheinlich kulanter. Und zudem gibt es noch ein Monkey Kid Polybag zwischen dem 7. und 13. September ab 35 Euro Einkaufswert, aber da ist es völlig egal, was ihr kauft. Ja. Das heißt, wenn ihr Glück habt, ist es so, dass am 7. September noch die Seitenschnabel- und Hagrid-Geschichten übrig sind. Kauft ihr für 100 Euro im Online-Store Harry Potter-Zeug ein und kriegt damit dann noch den Monkey Kid Polybag mit dem Delivery Bike kostenlos dazu. Ja. Gerade wo wir über Harry Potter sprechen, bekomme ich hier schön Bilder geschickt. Ich hatte ja letztens erzählt, dass ich zum Geburtstag
die Hedwig verschenkt hatte. Und die wurde jetzt gerade gebaut, habe ich eben gerade die Fotos dazu bekommen. Perfekt passend zum Besprechen der Harry Potter Sets. Gibt noch den Tipp, 2 XL-Motoren dran, das Ding fliegt wunderbare Kreise durchs Wohnzimmer. So. Und es ist schon wieder eine super Überleitung zum nächsten Thema. Wie? Zum heutigen Schwerpunkt. Harry Potter? Hedwig, genau, Motoren. Also so, ich habe mir mal Gedanken gemacht, es ist ja schon der 1. September, vor einem Monat sind die neuen Technikmodelle auf den Markt gekommen, also die 2. Das andere wurde ja zurückgezogen, bevor es released wurde. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht. Ich habe quasi den Abflug gemacht, ja. Oh mein Gott. Heute ist der Wurm drin. Das ist eine schöne Folge, Folgentitel. Heute ist der Wurm drin. Heute ist der Wurm drin. Schon nochmal Podcast-Titel hervorragend. Ich habe mir jetzt auch mal Gedanken gemacht, was bei Lego Technik mal demnächst auf den Markt kommen würde, weil es ist ja bald auch wieder Zeit für die Gerüchteküche, was so für einen neuen Katalog im Winter drin ist. Und nach der Misere mit Horsepray, wo die Batteriebox nicht auf den Markt kam, wo viele Leute drauf gewartet haben, und auch mit den anderen Geschichten eben, und weil die Welle relativ mau war, und die Sommerwellen immer generell das ist ja, durchwachsen nie sind. Nie so die Zeit, ne? Ja. Dann freue ich mich doch im Winter wieder auf richtig coole Technikmodelle. Und deswegen habe ich mir mal so die Frage gestellt, auf was würde ich mich freuen und was fehlt im Sortiment und was will ich unbedingt haben und was ist vor allem realistisch, das kommen soll und was will ich überhaupt nicht haben? Ich weiß, was du haben willst. Ein Motorrad. Hat es mit zwei... Nee, Aufziehkäse. Stimmt, das hatten wir lange nicht, ne? So ein schönes Aufziehauto. Ja, genau. Das fehlt. Da machen wir gleich 3 oder 4 von. Genau, und am besten noch mit einem Motorrad, mit einer Sprungschanze durch den Feuerring durch. Nein, Spaß beiseite. Ich habe mal wirklich geschaut, was könnte man denn eigentlich rausbringen? Und aktuell Bestandsaufnahme. Also ich spreche jetzt nur von den Anführungszeichen großen Sets. haben wir gerade einen Lastwagen, also wir haben den Autotransporter, wo praktisch auch ein Auto mit bei ist. Der Vorgänger war der Mack Truck, der auch sehr beliebt ist bei vielen Leuten. Wir haben einen Bagger, aktuell den Liebherr-Bagger für 450 €, was sehr teuer ist. Wir haben keinen 100-Euro-Bagger. Wir haben einen ferngesteuerten Buggy, den 4x4 Offroader. Mhm. Wir haben Baustellenfahrzeuge, und zwar den Volvo-Kipper und den Betonmischer aktuell. Wir haben ein Motorrad, den Ducati. Und wir haben aktuell 2 Supercars am Markt mit dem Bugatti und Sian. Und wir haben auch noch den Porsche RSR 911 aktuell noch. Und natürlich haben wir noch die 10-Euro-Modelle, den Buggy und den Class Mini Xerion. Und eben diesen Aufziehquatsch, den wir noch haben. Das ist das, was wir gerade am Markt haben. Das ist okay, würde ich mal so sagen. Ja. Aber es ist so, wie wenn bei Star Wars, wenn du ein AT-AT hättest, ein AT-ST und eine Slave One und du hättest ein... was haben wir da noch? Und du hättest noch einen Todesstern, aber irgendwas fehlt. Du hast einfach keinen Sternzerstörer dabei. Ja. Es fühlt sich so an, als ob es nicht vollständig wäre. Irgendwas fehlt. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt sagen würde, was mir persönlich fehlt, also ich meine, du hast es im Prinzip ja auch schon mit reingeschrieben, was dir ja auch irgendwie fehlt. Mir fehlt ein richtiger Bagger. Einmal, also ja. So wie es die, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren schon mal gab, die gelben von Volvo war das, glaube ich, auch, ne? Das war ein Volvo, genau. Da gab es auch noch einen roten Bagger zwischendrin, genau. So ein schöner Löffelbagger, so, oder ein Tieflöffelbagger ja. Von mir aus, aber so ein schöner kleiner Bagger, so ein einfacher für 100 €. 80, 100 €, so ein Ding, sowas fehlt mir genau. Ja. Mir fehlen halt Baustellenfahrzeuge. Ein Radlader wäre, okay, Radlader hatten wir viel in letzter Zeit, aber es fehlt mir wieder ein kleinerer Radlader für 50 €. Mhm. Es muss jetzt kein Riesending sein. Bagger habe ich auch drin stehen. Seilkran, den gab es auch mal, die 42042. Das war ein außergewöhnliches Set, so wie jetzt auch der Betonmischer. Mir fehlt so ein außergewöhnliches Set. Oder eben wieder so ein Hebekran, so eine Hebebühne, so ein Cherrypicker, wie der auf Englisch heißt. Da gab es so ein 10-Euro-Modell mal. Sowas fehlt mir. Und dann gab es auch mal schon groß, ich weiß. Aber sowas fehlt mir gerade. Was Außergewöhnliches und Baustellenfahrzeuge. Was halt komplett fehlt, ist halt ein Modell mit Pneumatik. Oh, weißt du, was cool wäre? Wo ich gerade hier Betonmischer oben noch lese, kennst du diese Betonpumpen, die auf so an so einem langen Arm den Beton in was weiß ich, in vierten Stock
befördern können. Das wäre doch Genau. eine super Ergänzung für den Betonmischer. Beton, genau. Da, zum Beispiel der Christian, der würde jetzt jubeln, weil die sind ja ähnlich aufgebaut wie diese Feuerwehrfahrzeuge. Flughafenfeuerwehr. Die haben ja auch so ein ausfahrbares Löschding. Da gibt es auch von Technik von anderen Herstellern sowas schon ähnlich. Aber sowas als Betonpumpe wäre natürlich auch möglich, weil du hast ein großes Ding, wo es funktionieren könnte. Und da könntest du auch Pneumatik reinbauen, müsstest du keine Aktuatoren machen. Oder mal einen richtigen Feuerwehrleiterwagen. Sowas von Technik. Warum mal sowas nicht? Was ausgefallen ist. Aber wie gesagt, Pneumatik fehlt mir auch. Das letzte war dieser 100-Euro-Forsttraktor oder 120-Euro-Forsttraktor. Da, wo eben das Heck so gewackelt hat, als ob es in einer Stripclub tanzen würde. Und es fehlt natürlich noch ein Modell wie die Osprey mit dieser neuen Batteriebox. Also es muss keine Osprey sein, aber diese neue Batteriebox, wo keine App braucht, wo man wirklich mit Hebeln steuern kann, die fehlt mir tatsächlich. Und es fehlt ein Flugapparat, den die Osprey nicht rauskam. Es fehlt ein Flugapparat. Bei City jammern wir, dass bei jedem Set gefühlt ein Helikopter dabei ist. Bei Technik haben wir schon länger keinen mehr gehabt. 2,5 Jahre Aber nicht. die haben ja jetzt Rotoren, weil sie ja die Ospreys alle zurückgerufen haben, dann können sie ja irgendwas bauen. Ja, ein großes Luftkissenboot zum Beispiel. Stimmt, so einen schönen Ja, Hovercraft. da gab es immer so ein kleines Hovercraft mit so Gummilippen außen drum. Ja. Mit Rädern unten dran, hinten hat sich ein Rotor gedreht. Auch ein schönes Teil. Ach, man schwärmt zu oft. Was mir auch noch fehlt, wirklich, ist ein Traktor. Wie der Mini-Klask-Serion. Ist ja egal, in welcher Preisklasse, mir fehlt ein Traktor. Der große Klask-Serien. Ja, es muss nicht mal so groß sein. Es wird mir auch so ein. Winterbricks hat so kleine, schöne Traktoren für 20, 30, 40 Euro. Warum nicht sowas? Wenn sie schon Autos machen, so. Schöne Autos nur zum Hinstellen, die nichts können, warum dann nicht so ein Traktor, der was nichts kann? Warum? Würde ich feiern. Formel 1 Auto gab es auch lange nicht mehr. 2005 gab es mit Technikteilen so ein Ferrari. Sowas fehlt auch im Sortiment. Es muss nicht immer Bugatti sein. Dann ist mir noch aufgefallen, was noch fehlt. So ein Müllfahrzeug wird fehlen. So Da könnte irgendwas. man theoretischerweise auch mit Pneumatik arbeiten. Ja, So ein amerikanisches, die halt quasi an die Mülltonne ranfahren und die dann so vorne rüberheben und über der genau. Fahrerkabine quasi abkippen. Sowas. Es gab es ja auch schon mal die 8868 von 1998. Das war das B-Modell von dem Set. Das konnte das schon. Ja, du zuckst mit den Schultern. Das hatte genau das schon. Unterhalt mal kurz die Leute. Ja. Jetzt ist er weg, jetzt kann ich sagen, dass ich von Technik eigentlich keine Ahnung habe und er hier eigentlich nur Technik erzählt und ich hier sitze wie ein Auto. So, jetzt wieder da. Ja, ich habe ein bisschen erzählt, ein bisschen Technik hochgelobt, wie schön ich das eigentlich finde, was sie gerade wirklich an Technikvielfalt hier rausgebracht haben. Ah, Ich stimmt, halte ja. gerade das denn eine Anleitung in die Kamera. Und zwar ist es die Setnummer 8868, genau. Das A-Modell war ein Forsttraktor mit Pneumatik und das B-Modell war genau dieser Müllkipper. Ja. Genau dieses Set. Ja, guck sogar noch mit Kritzeleien vom kleinen Kevin. Ich Wann habe hast die du die gemacht? Originalanleitung noch Wann natürlich. hast du die gemacht? Vorgestern, oder? Richtig, in deinem Keller. Ach stimmt, einen Stift hatte ich dir ja reingeschmissen. Hilfe, lasst mich hier Ja, raus. ich hatte alles, Sofort. was ich eh nicht brauchen kann, habe ich alles unten in den Keller geschmissen. Also so Technikanleitungen und irgendwo liegen da auch noch Liftarme und Blaue Pins. auch zuhauf. Da habe ich gedacht, da passt du dann super mit dazu. Den Kevin noch mit zu den blauen Pins in den Keller und dann. Und wenn wir da schon dabei sind, bei dem Modell war ja auch ein Forsttraktor mit bei. Sowas wird mir auch fehlen, so ein Lok-LKW, weil wir brauchen auch immer Nachfolge für den Auto-LKW. Ich will jetzt kein Abschlepptruck haben oder noch so einen Tow-Truck. Ich will ein Fahrzeug haben, wie der Mack-Truck, den Container ablädt oder so ein Auto-LKW. Ich will was haben mit Funktion, mit einer richtigen Funktion. Und wenn es hinten ein Kranarm ist, auch wieder mit Pneumatik, der irgendwas aufnehmen kann, was greifen kann. Sowas finde ich cool. Also sowas wie den Arox. Ja. Okay, gut. Zwei gute 10-Euro-Sets wären natürlich auch noch gut, weil wie gesagt, ich bin verwöhnt davon gerade. Die sind echt super in letzter Zeit. Die habe Und ich wann mir ich auch. tatsächlich Ja? auch in jeder Reihe, in jeder Rutsche gekauft. Muss mal sein. Und ich muss sagen, was ich auch cool fand, ich habe ja den Kranwagen, die 42108, gemoddet und habe daraus einen echten Kran gemacht, dank Anleitung. Und ein zweites Modell noch gebaut da draus, und zwar ein Hafenkran. So ein Hafenkran würde ich mir auch wünschen. Das wäre auch ein richtig cooles Set. Das hat auch richtig viel Funktion. Auch gerne motorisiert. Das darf 200 Euro kosten. Sowas wäre mal cool, was ausgefallen ist. Ich will noch ein ausgefallenes Technikmodell.
da wir jetzt uns beschwert haben, was uns fehlt und was wir gerne im Sortiment hätten. Also ich hole die Liste gerne im Januar wieder raus und gucken wir mal, wie viel Positivtreffer wir haben. Auf dem, was wir auf keinen Fall wollen. Ja, genau, das meine ich, genau. Hast du irgendwas, was du auf keinen Fall haben möchtest? Technik im Allgemeinen? Okay. Das war keine Frage. nein. Nur bei Technik. Ja. Nee, eigentlich ist mir das bei Technik und Friends, das ist so, ach ja, und fast alle, also diese Disney-Sets wie Vaiana und sowas, das sind so Serien, die sind mir eigentlich egal. Da freue ich mich, wenn für die Leute, die das wirklich wollen, das rauskam, was sie sich gewünscht haben. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn sie Aufziehautos machen oder sonst irgendwas, weil habe ich noch weniger Gründe, mir das zu kaufen. Ich muss meinen Puls unten haben. Nein, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich auf keinen Fall wieder Aufziehautos will. Ich hasse diese Dinger wie die Pest. Zack und Bumba, die letzten cool, weil die beiden konnte man zu einem großen Set zusammenbauen. Aber der Rest ist wirklich nur Grütze. Es ist nur Grütze. Was ich noch nicht haben kann, ist, die Ducati war super, aber ich will nicht noch ein Motorrad haben. Das war jetzt mal wieder gut, dass nach einer langen Zeit ein gutes Motorrad kam. Die Harley. Und es ja, das war ja aber kein Technik, das war ja Creator, das ist okay, ja. Aber es reicht jetzt mit Motorrädern, eins reicht jetzt, alle zwei Jahre mal eins, okay. Und was ich habe es ja vorhin schon gesagt, kein Abschleppwagen, kein Container-LKW, keine Black Cat. Ich will einen LKW mit einer anderen Funktion haben, nichts Langweiliges mit Autos mehr. Und ich will auch ein Pneumatik-Set haben, aber eins ohne Gehoppel. Und ich will, jetzt kommen zu zwei Punkten, die ich zu einem zusammenfasse, ich will keinen Kranwagen mehr haben. Keinen Kranwagen. Ich drehe mich mal um. Ich habe hier genügend, eins, zwei, drei. Ich habe genügend Kranwagen hier, die ich gerade sehe. Bier. Es ist so, und ich will auch kein Set haben, wo ich mir einfach nur die Hand abkurbel. Bei dem 24, 1 und 8, also gekurbelt. Auslege raus, kurbel. Das war die Hölle. Will ich nicht mehr haben. Ich will eine ordentliche Technikübersetzung. Wozu haben wir denn Zahnräder? Ich will ein schönes, schönes Set. Ruhe im Karton. Ja, ich kann da leider nicht so viel zu sagen. Ich finde, okay. Gibt es eigentlich bei Technik irgendwie sowas, was sich irgendwie mal fortsetzt, wie zum Beispiel jetzt der Liebherr und der Volvo, die passen ja irgendwie zusammen. Ja, da habe ich ein Video gemacht, was am Freitag das schön alles zeigt, wie man denn zusammen nutzen kann. Aber du meinst das wirklich, dass du zum Beispiel einen Anhänger für den Arox hättest oder zum Beispiel einen Beifahrer für die Ducati oder, ich drehe mich gerade mal um, oder zum Beispiel für den Kranwagen ein Haus aus Technikelementen? Ja, sowas meinst du? Ich meine, ja, in die Richtung schon, so nicht Anbauteile oder sowas, wie jetzt zum Beispiel ein Beiwagen, sondern Sets, die auch eigenständig funktionieren, aber trotzdem damit kombiniert werden können. Wie zum Beispiel... Haben wir. Ja? Haben wir. Den Autotransporter, die 42098, da ist ein kleines blaues Auto mit bei. Und, ja, und die, da gab es dann mal die Corvette... Ja, die Corvette ZR1, die hat dazu gepasst. Das sind ja jetzt, sage ich mal, welche, die in diesem Jahr hat es, glaube ich, ganz gut geklappt, auch mit dem Volvo und dem Liebherr. Mhm. Aber so, dass du jetzt da zum Beispiel in der nächsten Welle von Technik, was weiß ich, ein Förderband hast, was eigenständig auch klappen würde, aber so, dass der, was weiß ich, der Liebherr-Bagger das aufs Förderband legt und der Volvo steht am anderen Ende vom Förderband und kann das da dann direkt auf der Ladefläche in Empfang nehmen. So, weißt du, wie ich das meine? So. Ich weiß, wie du es meinst, aber du solltest weniger Energy-Drinks trinken, die tun dir nicht gut. Saskia ist Wasser. Wie heißt die Kurbel im Lego-Store dreht und immer abreißt? Simone. Grüße an Simone, an den Lego-Store. Genau, und Grüße an Ben. genau. Es ist so, so ein Förderband war ja so ähnliches mit bei dem Schaufelradbagger als B-Modell. Mit dem Schaufelradbagger, genau. Guck mal, jetzt muss ich dir bei Technik noch helfen. Ja, mir ist der Schaufelradbagger nicht eingefallen, das Wort. Aber ich denke nicht, dass sowas rauskommt. Aber wie gesagt, so eine Betonpumpe, das wäre was. Oder halt was Ergänzendes für die Baustelle. Ich würde mir jetzt was wünschen, das halt im ähnlichen Maßstab ist, weil der Betonmischer ist ja halb so groß gefühlt wie der Arox. Aber ja, boah, da kann ich drüber wegkriegen. Weißt du, was cool wäre? So ein, kennst du diese Turmdrehkräne, die als Anhänger fungieren, die sich selber quasi so aufstellen können? Und das... Du meinst den ich gebaut habe?
aus der 42108. Du hast mein Video nicht geschaut. Doch, ich habe das Video geschaut, aber sowas in größer, passend zum Arox als Anhänger. Ja, ja, das würde ich mir auch wünschen. Einfach so ein schöner Aufstellkran. Du wolltest keinen Kran. Auch ein, zwei Motoren drin. Ein, zwei Motoren drin. Ja, ich wollte keinen Kranwagen. Aber so ein Aufstellkran, das wäre was Cooles. Ich aus der 42108, da habe ich diese Anleitung genommen, die habe ich gekauft gehabt, die hat 8 Euro gekostet. Das Ding war der Hammer, das Ding war super. Steht immer noch hinter mir. Siehst du es? Nee, siehst du, und ich habe zusammengeklappt. Das kleine so Ding da hinten neben deinem Kopf. Das ist mein Ohr. Genau. Nee, aber ich erwarte tatsächlich, dass wieder 2 10-Euro-Sets im Winter kommen werden. Ja. 30-40-Euro-Set, vielleicht eine Lekonda, man weiß es nicht. Es wird ein 80-130-Euro-Set kommen. Eine Osprey. Im Winter kommen immer. Nein, glaube ich nicht. Und es wird wieder ein 200-250-Euro-Set kommen, denke ich mal. Ich denke mal nicht, dass sie wieder so ein 350-Euro-Set raus oder 400-Euro-Set. Das glaube ich nicht, weil viele motzen schon über die vielen teuren Sets. Und es wird wahrscheinlich wieder ein, zwei Aufziehkäse-Modelle geben, hundertprozentig. Also das vermute ich mal. Also ich schätze mal mit 5 normalen Technik-Sets und vielleicht nochmal 2 Aufziehmodellen oder so. 3 vielleicht. Das ist meine Prognose. Wir holen sie gerne im Dezember, Januar wieder raus, die Prognose. Das Gute ist ja, dass sie bei Technik eigentlich immer recht sicher alle Preisklassen abdecken. So von, sage ich mal, von ganz günstig so ein Mitnehmen-Set, wenn du an der Tankstelle mal eben tankst, was du dir dann einpackst, weil es ganz geil ist, wie zum Beispiel der Klaas. Aber auch so ein Set wie der Volvo. Ja, in der Tat. Muss ich schon recht geben. Was ich noch sagen möchte, es ist ja so, jetzt haben wir das Ganze mit Technik durchgesponnen und du hast schon gesagt, dass wir den Marcel von Spacebricks mal gerne hier hätten. Vielleicht machen wir dann sowas mal mit Star Wars. Ja, warum nicht? Genau. Es kam erst ein neues Star Wars jetzt erst raus und vielleicht hat man noch eine Idee, was man noch alles rausbringen könnte. Das könnte man ja vielleicht so Richtung Mitte Oktober, Anfang November mal versuchen. Dann könnte man zum Beispiel zum nächsten Podcast. Ja, oder so. Dann könnte man ja schon mal schauen. Vielleicht hat man schon so einige Gerüchte gehört, was in der Winterwelle Anfang des Jahres beziehungsweise Ende diesen Jahres dann rauskommen wird. Mal gucken. Mhm. Also das ist auch so ein Thema. Ich will das wieder orakeln, weil es wieder Orakelzeit. Das macht mich richtig Freude. Aber jetzt gehen wir mal zu einem Thema über, wo wir überhaupt nicht orakeln müssen, weil das ist schon ein paar Jährchen alt. 22 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Es erschien sogar, bevor Lego Star Wars erschienen ist, im Jahr 1998. Wir betreten die Retro-Ecke. Das kleine, staubige Ding da an der Ecke habe ich da gefunden. Im Keller. Und es ist im Keller, genau, aber bei mir. Es ist ein Set, das ich nie besessen habe. Und es ist ein Set, das Ninjago war, bevor es Ninjago gab. Und wir sprechen hier über das Flying Ninja Fortress, Set Nummer 6093. Das ist ein schönes, kleines Set mit 698 Teilen. Ist mehr oder weniger so ein, wie sieht denn das aus, so eine Ninja-Burg, würde ich es mal beschreiben. Mit ganz vielen bedruckten Teilen, keine Aufkleber. Krassen Minifiguren, also es sind 9 Minifiguren dabei, das ist echt krass. Und, jetzt kommt's, Achtung, haltet euch mal fest, sind es 9 Minifiguren? Ja, 9 Minifiguren. Das habe ich schon gesagt. Gebraucht kriegt man so zwischen 80 und 140 Euro. Und OVP neu 400 bis 800 Euro. Die spinnen doch, die Römer. Chinesen. Also das ist ein Set, das ist schweineteuer, dieses Set. Braucht kein Mensch, aber ist schon ein tolles Set. Ich hatte es nicht, aber ich habe immer mit dieser Serie im Katalog geliebäugelt, konnte mich aber mit den Ninjas nie anfreunden. Und es war mit einer der ersten Ninja-Wellen, die es von Lego gab, bevor es Ninjago gab. Und du hast mir verraten, du hattest schon ein, zwei Sets aus der Reihe gehabt, aber nicht dieses Ninja-Fortress. Nee, ein bisschen kleinere Sets. Ich konnte mich auch nur daran erinnern, weil ich die schöne Fahne und die schönen Hüte gesehen habe. Also für alle, die das jetzt nicht vor Augen haben, das sind die Plastikfahnen, die nicht aus Fahnenstoff, sondern aus so schönem Plastik noch gemacht sind. Die, was bei den Rittern dabei waren früher. Ja, genau. Sowas in die Richtung. Und das waren echt coole Sachen. Auch die Figuren waren, fand ich, für die damalige Zeit schon richtig, richtig liebevoll gestaltet. Das war ja so, wie man sich das als Kind die Ninjas vorgestellt hat. Genau.
Das war so ein Tempel, illustriert auf der Packung, ist es so, wie es auf dem Berg gewesen, dann so ein Tempel mit so einem Durchgangstor, links so ein kleines Türmchen und rechts ein größeres Türmchen, in der Mitte noch ein kleineres Türmchen. Also es wirkt einfach opulent, als ob es der Eingang zu einem Tempel wäre oder zu einem Fortress, wirklich zu einer Festungsanlage. Es sind viel bedruckte Teile mit bei, auch bedruckte Panels mit Steinmustern drauf. Und es steht auf einer, Achtung, haltet euch fest, es müsste aber ganz stark sein, auf einer, wirklich festhalten, auf drei 12x24 grünen Baseplates, wo oben und unten Noppen, also oben Noppen haben und unten Noppenaufnahmen. Und es sind Bricks dabei, 8x8 in Rot und in Schwarz, jeweils zwei Stück. Das sind so viele riesen Bricks dabei. Damit hat das Ding Stabilität erzeugt. So viel Arch Bricks, also diese Torbögen. Das ist so der Hammer. Das Ding steht auf so vielen coolen Grundplatten, deswegen ist es auch so schweineteuer, weil die Platten gibt es nicht mehr. Aber gebraucht kriegt das noch zu einem relativ ordentlichen Preis. Würde ich mal behaupten. Und chromgoldene Teile. Stimmt, die Goldmünzen waren das, oder? Die eine Schatztruhe Die waren. Goldmünzen und das Helmhorn. Stimmt, der hat noch einen Ja. Helmhorn, der auf dem Pferd hat einen Helmhorn, genau. Helmhorn, auch ein schöner Name fürs nächste Kind. Helmhorn, essen! Gut, ich muss aber aber für dein noch. nächstes, ne? Ja. Deins heißt Schelle. Es wird mit einer Altersmarkierung von 8 bis 12 Jahren rausgegeben. Also die Ninjago-Sets sind ja schon deutlich für jüngere Kinder auch gedacht. Aber damals hat Lego noch ein anderes Prinzip. Das war in der Ninja-Serie erschienen, das hatte ich ja schon gesagt. Und das Ding sah einfach krass aus. Es war auch krass groß, weil es auf diesen drei großen grünen Grundplatten stand. Also 3x24 Noppen breit. Das ist fast schon eine Winkelgasse, eine halbe. Und das Besondere an dem Ding war, da ist so ein Typ mit bei, der hat so eine Art Jetpack. Nur eben, das ist aus so Kunststoffflügeln, so wie diese Lego-Boote, die man so kennt. Hat so Kunststoffflügel mit dran, hat so Speere, sieht echt wirklich waghalsig aus. Und ja, das Ding macht einfach was her. Und es hat noch das alte Kartondesign, wo man den Karton aufklappen konnte und sehen konnte, was drin ist. Das hat mich im Laden immer komplett angemacht, als ich es gesehen habe, aber es war halt immer teuer. Das hat so um die 100 Mark rumgekostet, soweit ich noch weiß damals. Oh ja. Und ist auch sehr beliebt. Ist immer noch sehr beliebt, dieses Set. Ich verstehe auch nicht, warum Lego von diesem mit dem Aufklappen weggegangen ist. Kostet Geld. Ja, aber es war schön. Und das ist doch das, was. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich als Kind auf dem Boden im Spielwarenladen vor diesen Kartons gesessen habe und die aufgeklappt habe, um zu gucken, was drin ist. Das. Ja. Muss ich dir leider recht geben. Aber wir müssen noch kurz zu den Minifiguren übergehen, weil das sind dann, du hast schon einen Typ erwähnt mit der Samurai-Rüstung mit dem goldenen Hörnchen oben dran. Da ist übrigens auch ein Skelett mit bei, mit einer coolen roten, wie nennt sich das? Das sieht aus wie so Stoffmütze. ein Tuch, wie bei den Piraten. Genau, so ein Piratentuch in rotes. Und das Besondere ist, dass da nicht nur diese coolen, also die Beine sind natürlich einfarbig, nicht bedruckt, wie es damals zu der Zeit war, bis auf eine einzige Minifigur, und zwar der mit den goldenen Hörnchen, hat eine bedruckte Hose. Und die anderen haben alle einfarbige Hosen, die haben nur bedruckte Torsos, aber zwei haben so einen coolen bedruckten Torso mit so einem Plattenharnisch vorne drauf aufgedruckt. Und zwei Minifiguren sehen aus wie Ninjago Ninjas. Die haben eben dieses Kopfteil, die sehen 1A aus wie Ninjago Ninjas, nur dass eben das Brustteil anders ausschaut. Das ist der Burner. Und ich habe mir auch die Anleitung mal angeschaut. Also das ist wirklich relativ 1998-Style gehalten. Bedeutet, das ist ein Suchbild. Es gibt keinen Kasten, wo steht, nimm jetzt vier von denen, zwei von denen. Nee, das ist einfach Bild 1, Bild 2, Bild 3. Das ist noch ein typisches Suchbild, wie damals bei der City-Polizeiware. Das war da gerade Umbruch, kurz vor den 2000, wo es dann diese Suchbilder nicht mehr gab, wo sie dann die Kästen eingeführt haben. Aber das war so ein typisches Suchbildschema und das hat echt Freude gemacht, dieses Set. Ich würde es mir gern kaufen, aber mir ist es echt zu teuer. Und Rebrick ist übrigens auch schweineteuer, weil die Gesichter, die da drin verbaut sind, sind auch fantastisch. Die gucken alle grimmig, haben Augenklappen. Der Sensei hat so graue Schläfen mit grauen Haaren. Das sieht echt steil aus. Bedruckte Stirnbänder, das ist echt schick gemacht. Helme sind echt cool. Ja, da hat Lego schon damals viel Liebe reingesteckt. Das war ein schönes Set, Ninja-Set. Also eins meiner Lieblings-Ninja-Sets, die ich nie besessen habe, vor Ninjago. Und auch in den USA ist es sehr beliebt. Also es hat auf sehr vielen Seiten 5 von 5 oder 100% der Zufriedenheitswertung gekriegt. Also die Leute stehen da echt drauf. Habt ihr vielleicht, gibt es vielleicht irgendeiner, der so ein Set hätte, mir mal als Review-Exemplar schicken können? Er kriegt es auch wieder zurück. Ich würde es wirklich gerne mal aufbauen. Ich möchte dieses Set gerne mal live sehen. Und ich würde auch gerne wissen, ob das so Art modular ist, dass ich praktisch die anderen Sachen zusammenstecken kann, ob ich das noch ein bisschen anders bauen kann.
Das würde mich gerne interessieren. Da hätte ich mal Bock drauf. Ich drücke dir die Daumen, dass es klappt. Ja, mal gucken. Vielleicht ist ja irgendein Hörer dabei, der sagt, hey, die 6093 Flying Ninja Fortress. Ach so, eins wollte ich noch erwähnen. Warum heißt es eigentlich Flying Ninja Fortress, wenn es auf einem Berg steht und aus Steinen besteht? Weil der eine Ninja fliegt. Genau, weil ein der nicht einen Ninja-Flügel hat. Flying Ninja. Das ist nicht Flying Ninja Fortress, sondern Flying Ninja Fortress. Ja, die Kleinigkeiten machen es aus. Hat einer hat beim Karton das Und vergessen. Flying Ninja genau. And Fortress. Genau. Zum Glück haben sie es nicht bei Pirate and Bay gemacht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Sind unter einer knappen Stunde geblieben. Hervorragend. Ja. Und das trotz Redeschwall und aus dem Keller rauswerfen. Ja, ja, da geht es jetzt gleich wieder rein und dann ist gut für 2 Wochen dann. Verdammt. Und dann bleibt mir aber fast noch zu sagen, dass du doch angeteasert hast, dass du Harry Potter Minifiguren fotografieren willst. Wo sieht man die denn? Ja, bei Instagram, bei Lego Travel Trooper findet ihr das dann spätestens, ja, ich weiß nicht, der Podcast kommt 12 Uhr nachher raus. Wir haben 12. Und ja, mal gucken. Ich denke so 16 Uhr. Ich werde mich jetzt gleich erstmal hinsetzen, die schönen drapieren, das Foto machen und dann kommt es kurz nach dem Podcast. Ich fühle mich auch gerade so unwohl, nicht weil du das sagst, sondern weil ich gerade meinen Bart zupfen will. Ich habe in deinem Keller habe ich keinen Rasierer gehabt. Da hatte ich ja einen Wildwuchs da im Kinn hängen gehabt. Aber jetzt will ich die ganze Zeit meine Barthaare kräuseln, aber da sind keine mehr. Ich muss sagen, ich habe ja auch noch eine Webseite profinerd.de und einen YouTube-Kanal profinerd, wo ich jede Woche ein Video vorstelle. Und wir haben diesen wunderschönen Podcast, in dem alle 2 Wochen souverän neue Folge kommt. Ja. Ja. Und natürlich habe auch ich einen Instagram-Account profinerd und ich habe jetzt die 260 Follower überschritten. Da geht noch mehr, Leute. Da geht noch richtig mehr. Da kommen auch relativ unregelmäßigen Abständen coole Bilder, manchmal mit Lego-Bezug, manchmal ohne. Manchmal müsst ihr mir einfach zugucken, wie ich Hummer fresse. Ist einfach so. Sehr viel diverses. War das nicht Flusskrebs? Und ich habe auch Hummer gefressen, ja. Aber ich glaube, das habe ich noch nicht hochgeladen, das Bild. Aber ich muss euch auch sagen, kommentiert mal die Folge. Kommentiert mal auf iTunes oder kommentiert mal im Blog. Kommentiert mal ein bisschen was. Das würde mich total freuen, weil die letzten Rückmeldungen, die waren echt cool. Da habt ihr echt viele coole Sachen reingeschrieben. Hat mich sehr gefreut. Und die anderen, die noch nichts geschrieben haben, das wäre voll gut, wenn ihr da auch noch was schreiben würdet. Ja, vielen Dank nochmal für das viele liebe Feedback für meine Einzelfolge. Da haben sich die 3 Versuche, die ich gebraucht habe, dafür dann doch gelohnt. Ach, eine Sache will ich noch anmerken, da war im vorletzten Podcast ja auch am Ende noch ein kleines Schmankerl haben. Ich wollte auch noch eine Kleinigkeit loswerden. Du hast mir ja auch erzählt, dass du gesagt hast, dass du 3 Aufnahmen gebraucht hast. Willst du wissen, wie viele Aufnahmen ich gebraucht habe, bis ich meinen Podcast einen Tag später fertig hatte? Ich habe 7, 8 Mal neu anfangen müssen, fährt ein LKW vorbei, dann ist mal so, dass die Müllabfuhr kommt, dann guckt mich da irgendeiner blöd an und fragt mich, was ich da mache. Ja, in deinem Keller natürlich. Ich wohne hier an einer viel frequentierten Straße, das ist heftig. Ey, hammerhart. Ja, ich habe mich richtig blöd gefühlt. Also mehr als sonst. Aber was ich sagen wollte wegen dem Schmankerl, ich muss sagen, ich war ja, bevor ich zu dir gekommen bin, war ich beim Legolas, beim Spielwareninvestor in Bardowick im Laden bei Bardobrick. So rum, Bardobrick heißt der Laden. Und habe den Lars mal getroffen, haben Hallo gesagt, natürlich keine Händchen geschüttelt und so, Social Distancing. Haben wir ein bisschen gequasselt. Da war auch der Dr. Tosch da zufälligerweise. Grüße, Dr. Tosch, war echt cool. Und war eine echt unterhaltsame Runde, hat echt viel Spaß gemacht. Und ich halte mal in die Kamera. Der Dustin sieht es gerade, was ich in die Kamera halte. Ich rassel noch mal. Das ist was auch demnächst verlost wird. Habe ich beim Lassen mitgenommen. Ein schönes Set. Ich habe es auch im Regal stehen. Jetzt hast du verraten, dass es ein Set ist. Hätte auch eine Rumba-Rassel sein können. Ein schönes Set Tic-Tacs. Nur zu empfehlen. Nee. Frischer Atem. Aber wie gesagt, wenn dann die Lüneburger Heide kommt, wenn ihr irgendwo an der Nord- und Ostsee seid und mal 1-2 Stunden Autofahrt entbehren könnt, ich weiß auch mal, Ferien sind vorbei, fahrt nach Lüneburg, nebendran ist Bardowick, da hat der Lars seinen Laden, echt knuddelig, der ist wirklich ungelogen, 3-mal so groß wie der vom Heldersteine, ungelogen, und Besuch ist definitiv angesagt. Aber denkt dann nur am Freitag. Genau, und nehmt viel Geld mit, Leute. Oh ja. Da sind Brickheads drin, da werdet ihr schwach, das ist so geil. Ja. Ja, gut. Aber dann soll es das mit dem Podcast gewesen sein. Ja. Abrupt Ende. Ja, gut.
Dann, heute ist der dann, drin. Tschüss alle zusammen. Tschüss mit Ö.